Hallo, Glühwürmchen. Oh, hallo ihr. Ein herrlicher Tag, um mit unserem Ei spazieren zu gehen. Habt ihr schon jemals ein so niedliches Ei gesehen? Noch nie. Hui, das kleine Glühwürmchen-Ei leuchtet sogar. Ihr könnt es kaum erwarten, dass unser Baby endlich schlüpft. Ja, Gucci, Gucci, Gucci. Echt stürmisch heute. Oh nein. Unser Ei. Keine Sorge, Glühwürmchen. Wir holen das Ei zurück. Das Ei müsste hier irgendwo sein. Helft mit, es zu suchen. Ist das Ei vielleicht da drüben? Nein, suchen wir woanders. Ist das Ei vielleicht hier? Nein. Ist das Ei vielleicht da oben? Ja, da ist es. Ganz oben am Hochhaus. Oh oh, aber wie sollen wir so hochkommen? Ui, Zack hat eine Idee. Grashüpfer Zack hüpft zum Ei hoch. Ja, Grashüpfer können fantastisch hüpfen. Sie haben sehr lange Hinterbeine mit kräftigen Muskeln. Und wenn sie sich vom Boden abstoßen, können sie super hoch hüpfen. Zack muss sich zwischendurch nur irgendwo abstoßen können. Dann kann er es bis ganz nach oben schaffen. Aber wo soll Zack sich abstoßen? Hey, hier oben. Ich kann dir helfen. Und ich auch. Ich auch, ihr Schätzchen. Ist ja fantastisch. Zack, diese Raupen können dir helfen, bis ganz nach oben zu hüpfen. Oh, nett von euch. Dann macht euch bereit, Raupen. Hier kommt Grashüpfer Zack. Wow! Ja! Das hat gekitzelt. Juhu! Vielen Dank, Raupe. Ausgezeichneter Sprung. Hoch mit euch, ihr Schätzchen. Oh, oh. Wo soll sich Zack jetzt abstoßen? Schnell, wir müssen Zack helfen, noch eine Raupe zu finden. Seht ihr irgendwo eine Raupe? Ja, da ist eine. Dankeschön. Gern geschehen, Zack. Wo seht ihr noch eine Raupe? Da! Wir haben es geschafft! Das waren klasse Sprünge, Zack. Hat Spaß gemacht. Danke für die Hilfe, Raupen. Gern geschehen, mein großer Freund. Jederzeit wieder. Wir müssen weiter. Das Glühwürmchen-Ei ist da lang gerollt. Folgt mir. Insekten sind sie auch klein, sie können die Größten sein. Insekten. Die Größten sein. Ob im Brust, am Kopf oder Hinterteil. Ihr Panzer ist robust und er hält sie heil. Sie bestäuben Blüten zur Frühlingszeit. Und sie schleppen Schwergewichte Meter weit. Insekten sind sie auch klein, sie können die Größten sein. Die Größten sein. Insekten mit sechs Beinen, da holt man sie so schnell nicht ein. Sie bauen ein Nest, das hält sie warm. Ganz allein oder im Schwarm. Insekten sind sie auch klein, sie können die Größten sein. Insekten, die Größten sein. Insekten. Sie sind wieder da. Und sie bringen unser Ei zurück. Gerade noch rechtzeitig. Seht ihr? Unser Ei, es schlüpft aus. Oh. Mama. Papa. Oh. Wie süß. Unser kleines Baby. Wir sind so glücklich, dass du endlich da bist. Zack, AJ, Blaze, vielen Dank für eure Hilfe. Hat unseren Namen gesagt. Oh, wir lieben dich, kleines Glühwürmchen. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Komm, zwei, drei, vier. Mann, zwei, drei, Dinosaurier. Brüllt! Brüllt! Hey, seht mal die Höhle. Das ist eine Abkürzung zum T-Rex-Felsen. Da lang!
lang, ihr drei Ausreißer! Höhle glitzert so schön. Hey, hört ihr das auch? Oh, nur große Kristalle, die von Decke fallen. Große Kristalle, die von Decke fallen? Achtung! Schnell, wir müssen die Kleinen hier rausbringen. Schalten wir auf den Robo-Rennwagen-Modus. Springt rein, Babys. Da lang! Seht mal, die Brücke führt in zwei verschiedene Richtungen. Jack fragt sich, wo lang wir müssen. Um aus der Höhle zu kommen, müssen wir die Brücke nehmen, die weiterführt. Welche führt uns weiter? Die blaue Brücke oder die rote Brücke? Die blaue Brücke, ja! Brücke teilt sich wieder. Wo müssen wir jetzt lang? Über die gelbe Brücke oder über die grüne Brücke? Die grüne Brücke, ja! Festhalten, Babys! Wir sind gleich hier raus! Die Brücke teilt sich nochmal. In welcher Richtung geht's weiter? Über die lila Brücke, die orange Brücke oder über die gelbe Brücke? Über die orange Brücke, richtig! Ihr Baby-T-Rexe steht wohl auf Geschwindigkeit. Na und wisst ihr was? Ihr fasst zu Hause. Da ist der T-Rex-Felsen. Zum T-Rex-Felsen geht's da lang. Roboter Power! Nanu, ist das Musik? Jetzt Plie, GT und jetzt eine Pirouette. Huhui! Piki, bringst du den Dinos etwa Balletttanzen bei? Genau das tue ich und sie sind total begeistert. Sieh doch! Komm schon, Crusher! Such dir einen Partner und tanz Ballett mit uns! Ich? Ballett tanzen mit einem Dinosaurier? Lächerlicher geht's ja gar nicht. Wieso sollte ich Ballett tanzen mit einem Dinosaurier? Ja! Crusher, wie ich sehe, hast du den perfekten Partner gefunden. Einen Tanzosaurus. Tanzosaurus. Bravo, bravo. So glücklich. Sind jetzt zu Hause. Ach, das haben wir doch gerne gemacht. Und wir werden euch nie vergessen. Hab dich lieb. Oh, Zack hat dich auch lieb. Gucci, Gucci, Gucci. Wir sind da. Sorge, Fluffy! Wir holen dich da runter! Da entlang, Freunde! Wir fahren mit dem Fahrstuhl hoch. Wenn wir diesen grünen Knopf drücken, bringt er uns hoch zur nächsten Ebene. Oh, Jack drückt den Knopf! Es geht aufwärts!
nur. Der Fahrstuhl hat uns zur nächsten Ebene gebracht. Aber um zu Fluffy zu kommen, müssen wir noch höher fahren. Okay, Zack drückt wieder Knopf. Hey, wo ist der Knopf? Rostfleck, der Fahrstuhlknopf ist ganz weit weg. Er ist an der Decke. Oh, wie sollen wir den drücken? Hey, ich hab's. Wir lösen wieder eine Kettenreaktion aus. Ja, zuerst schubsen wir ein Fass an, das dann gegen die Stange rollt. Die Stange kippt um und schaltet den Ventilator an. Der Ventilator macht Wind und der Wind pustet was in die Luft hoch, das dann den Knopf drückt. Wir brauchen also was ganz Leichtes, das durch die Luft fliegen kann, wenn der Ventilator an ist. Was sollen wir benutzen, das richtig leicht ist? Eine Schaufel oder einen Papierflieger? Ein Papierflieger, ja, der ist super leicht. Zeit, den Knopf zu drücken. Hilft mir, die Kettenreaktion auszulösen. Sagt Kettenreaktion. Kettenreaktion. Großartig! Die Kettenreaktion hat funktioniert! Festhalten! Ja. Seht mal, wir sind schon fast oben. Wir müssen nur noch eine Ebene höher. Oh, wir müssen schon wieder den Fahrstuhlknopf an der Decke drücken. Um ihn zu drücken, brauchen wir noch eine letzte Kettenreaktion. Zuerst schieben wir einen Wagen ab, damit er gegen die Leiter stößt. Die Leiter fängt an zu wackeln und die Bowlingkugel fällt runter. Dann müssen wir da nur noch irgendwas hinstellen, wo die Bowlingkugel abfedern und den Knopf drücken kann. Was sollen wir nehmen, das richtig gut federt? Ein Trampolin oder einen Eimer? Ein Trampolin, richtig! Das federt richtig gut. Oh! Gleich geht Kettenreaktion los. Um die Kettenreaktion auszulösen, sagt Kettenreaktion. Kettenreaktion! Kettenreaktion. Ja. Oh ja, wir sind oben auf dem Hochhaus angekommen. Seht doch nur, da ist Fluffy. Fluffy! Zack, hol dich runter! Ja, wir haben ihn gerettet! Hab ich gern gemacht, Fluffy! Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Fluffy wieder zurück zur Parade kommt. Zack hat Idee. Hey, Gus, hörst du das auch? Ja, ich hör's auch. Klingt irgendwie nach Fluffy! Zack, so froh, dass alle Dinos wieder da sind. Hey, Dinosaurier! Jetzt, wo ihr alle wieder da seid, könnten wir doch mit der Dino-Parade weitermachen. Folgt alle